So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich war nämlich letztens einkaufen mit Pupsi im Aldi. Im Aldi oder Lidl. Ich bringe die zwei immer durcheinander. Das sieht doch alles gleich aus. Da habe ich Energy Drinks gesehen von der Marke Flying Power. Ich weiß nicht, ob ihr Flying Power kennt. Da gibt es nämlich diverse Sorten. Es gibt also diese Extreme-Reihe, Flying Power Extreme. Davon gibt es verschiedene Geschmäcker. Es gibt Flying Power Gaming. Davon gibt es auch verschiedene Geschmäcker. Und es gibt Flying Power Extreme Sour. Davon gibt es auch verschiedene. Die alle mit Eimer wäre viel zu viel. Deswegen wollen wir uns langsam rantasten und den Hauptaugenmerk mal auf zwei Sorten lenken aus der Extreme Collection. Flying Power Extreme Mandarine und Flying Power Extreme Sauerkirsch. Die anderen werden in einem extra Video getestet, also die Gaming-Reihe und die Extreme-Sauer-Reihe. Jetzt müssen wir das nochmal irgendwie hinhalten fürs Thumbnail. Ich finde das Design der Dosen ja so genial. Ich weiß nur nicht, wie man das am besten hinpackt. Ich will eigentlich, dass man die Schrift sieht, weil Flying Power Extreme, aber wir müssen es wieder neben uns halten. So passt das, so sieht das gut aus. Wir fangen mal mit Mandarine an. Der Bibus hier oben ist auch schön orange. Sieht richtig edel aus, hat eine richtig gute Farbe. So dieses metallische, dieser metallische Look. Wir schenken es in unser Berliner Luftgläschen. Und sehen, das ist jetzt nicht mehr orange, das ist richtig irgendwie schon rosa, wenn wir das einschenken. So, guckt euch die Farbe an, das sieht doch gut aus. Wir werden wieder jedes einzeln probieren und dann beides zusammen natürlich in einem auf die dicken Bierglas. Fangen wir erstmal mit Mandarine an. Hat eine schöne Mandarinenfarbe. Bisschen wässrig, aber geht schon klar. Riecht mega süß und künstlich. Boah, der Geruch ist gar nichts. Der Geschmack würde mich auch jetzt nicht irgendwie an Mandarine erinnern, sondern ich habe keine Ahnung. Das hat so einen schaumig brennenden, säuerlichen irgendwas Geschmack. Das schmeckt so mega chemisch. Ich habe noch nie so einen merkwürdigen Geschmack wahrgenommen. Aber es ist ja auch Flying Power Extreme. Also ist so extrem, ich glaube, ich muss mir gleich nochmal einen einschenken, damit ich das nochmal wahrnehme. Es ist aber auch sehr speziell und irgendwie besonders. Also ich würde jedem raten, probier das mal. Macht euch mal ein eigenes Bild vom Flying Power Mandarine Extreme. Das ist kein Mandarine, das erinnert mich an irgendwas wieder, aber mit Mandarina, das ist meiner Meinung nach nicht viel am Hut. Kommen wir zu Flying Power Extreme Sauerkirsch. Sauerkirsch hat hier natürlich auch einen anderen Nippus wieder. Sauerkirsch bin ich ja gar kein Freund. Ich mag kein Kirschzeug so unbedingt. Das ist mir immer viel zu säuerlich. Da tut mir immer alles weh, da ist immer alles wund. Dann riechst du gleich wieder Sodbrennen hin und her. Aber die Farbe sieht so schön aus. Guckt euch die Farbe an. Das werden wir jetzt probieren. Das riecht gerade so, wie das Mandarine geschmeckt hat. Schmeckt also nach Kirsch, jetzt wisst ihr es. Aber irgendwie wie nach Pulver, so nach Brausepulver. Komplett schmeckt, riecht alles immer irgendwie wie Ahoi Brause. Obwohl das ja viele Fans hat. Probieren wir mal Sauerkirsch. Bah! Ist auf jeden Fall sauer, ja, muss man dazu sagen. Aber hier hast du mehr Kirsch als bei Mandarine. Also das würde ich auf jeden Fall als Sauerkirsch so wahrnehmen. Wer auf Sauerkirsch steht, wird hier wahrscheinlich seine wahre Freude dran haben. Mir ist es zu sauer, mir ist es zu extrem. Aber wenigstens hält es das, was es verspricht, was draußen... draußen drauf steht. Jetzt packen wir mal beide zusammen hier rein und gucken uns mal an, was das wird, wenn wir fertig sind.
weil wir wollen ja noch das zusammen testen im auf die dicken Bierglas. So, eingeschenkt, Rest kommt weg, sieht super genial aus, oder? Guckt euch das doch mal an, diese schöne Farbe. Jetzt ist es einfach Erdbeer, ist wie Kirsche, nur noch ein bisschen heller. Und ich würde sagen, das war's. Von meiner Seite aus, kennt ihr Flying Power Extreme? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Flying Power, Mandarine, Sauerkirsche. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Das erste Mal wirklich, dass ich sage, dass es zusammen auf jeden Fall nicht besser schmeckt. Es schmeckt immer, wenn man zusammen mischt, viel besser als einzeln, aber das nicht, das... Ah! Mein ganzer Magen zieht sich zusammen gerade. Nee, das ist zu extrem. Macht es nicht nach. Trinkt keine Energies, die sind so gefährlich. Guckt mich an, wollt ihr so enden? Nein, also, peace out, Vorhaut.